Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher. Ja, falls ihr euch vielleicht gerade vermutlich fragt, warum schreit die hier in mein Ohr und die Musik und alles und es ist irgendwie lauter als sonst, was ich denke, dass es sein wird. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Dann liegt das daran, dass ich nicht bei meinem eigenen PC aufnehme, sondern von jemand anderem. Dessen PC ich geklaut habe. Daher ist die Qualität auch vielleicht ein Tick besser, weil dieser PC hier keine 10 Jahre alt ist. Oder wie auch immer, wie alt auch immer was meiner ist. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Genau. Also, seid nicht verwundert. Gewöhnt euch nicht dran. Gewöhnt euch nicht dran, dass meine liebliche Stimme euch ins Ohr brüllt oder dass die Qualität hier gut ist. Wird nicht auf Dauer sein, auf Ewigkeit. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd hat, geschnappt. Oh, Pflanze. Er hat gezappelt und geschrien. Ja, wollte ich euch nicht voran. So, wir sind hier wegen einer Mission. Kaiser Emperor trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Alles klar. Also ich habe es getestet. Die Musik dürfte eigentlich nicht so laut sein für euch, aber für mich, Alter, die schreit mir ins Ohr. Okay, Freiwillige gesucht. Auf Befehl von Kommandant Peter Sargünlev, was zur Hölle, sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbungen entgegennimmt. Rekruten erhalten Verpflegung, Unterkunft und regelmäßigen Sold. Selbstverständlich ist die Ehre Emhirwa Emreis Deidven Adan in Karn Alp Morwut dienen zu dürfen der höchste Lohn. Nach der Einschreibung werden die Rekruten von der besten Strategen des Kaiserreichs unterwiesen. Die Familien der Rekruten können sich auf ausreichende Versorgung während der gesamten Dienstzeit verlassen. Fällt der Soldat im Kampf, erhalten die Familien eine lebenslange Pension. Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen, Kommandant Peter Sargünlev zum Thema der Gesetzgebung sprechen zu hören, welche auf Befehl unseres allergnädigsten Herrschers Emhirwa Emreis alsbald in dieser Gegend Gültigkeit haben wird. Die Anwesenheit ist nicht verpflichtend, doch die Einwohner von Weißgarten sind gut beraten, die Gelegenheit zu nutzen, um zu erfahren, welche Rechte und Pflichten ihnen unter der neuen Ordnung zuteil werden. Gute Leute, ihr lebt nicht länger in einem Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er für richtig hält. Ihr seid nun Teil des Kaiserreichs Nilfgaard. Das nilfgaardische Gesetz beschützt euch, legt euch aber auch neue Verpflichtungen auf. Die kaiserlichen Kräfte haben euch die Fackel der Aufklärung gebracht. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, wird euer finsteres Zeitalter bald einer strahlenden neuen Ära weichen. Suche Pflug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Pflug leihen? Ich habe meinen neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Und ein Biss soll mich holen, wenn ich weiß, wie man ihn repariert oder sein Feld ohne Pflug. Rocket? Seltsamer Name. Gesucht, Deserteur. Letzte Nacht ist ein Soldat im Schutze der Dunkelheit aus dem Armeelager geflohen. Der Gesuchte, ein Rekrut, der kürzlich freiwillig zu den Reihen seiner kaiserlichen Majestät gestoßen ist, wird Otrin genannt. Er behauptet, gebürtiger Kedwener zu sein, aufgrund der verfehlten Herrschaft König Hensels jedoch beschlossen zu haben, zur kaiserlichen Armee zu stoßen. Doch er war nur 2 Tage lang Teil der genannten Institution. Dabei hat er genug gegessen und getrunken, dass er für ein ganzes Dragonär-Regiment gereicht hätte. Ja. Wer Informationen über den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Deserteurs hat, soll sich sofort bei der Garnison melden. Beschreibung: untersetzt, drahtig, schütteres Haar. Er floh in Unterwäsche, indem er sich durch das Abwassersystem der Latrinen zwängte. Und riecht vermutlich entsprechend. Charakteristische Kennzeichen, leicht an der Reibeisenstimme eines gestandenen Alkoholikers zu erkennen. Wer dem Deserteur Hilfe oder Unterschlupf gewährt, wird sich vor dem Kriegsgericht verantworten müssen. Kaiserliches Edikt Nummer 18/54 andersrum.
Hiermit sei kundgetan, dass ich auf Befehl des Führungsstabs seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten in der Dorftaverne einfinden müssen. Eine Schaufel oder Picke aus eigenen Beständen ist mitzubringen. Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät und angesichts der warmen Witterung befürchtet der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Dies möge den Bewohnern von Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um ihre Sicherheit bemüht ist und sie nicht nur gegen Banditen verteidigt, sondern mit Hilfe von Maßnahmen, die in der zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen. Gezeichnet Kommandant Peter Sarg Winleve. Winleve, keine Ahnung. Auftrag, Teufel beim Brunnen. Warum sage ich das so fröhlich? Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Erbe, aber vielleicht kann jemand einem Vater Not helfen. Ihr kennt doch... Ich wurde gerade abgelenkt von einer Fliege, die hier über den Bildschirm krabbelt. Es tut mir leid. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Odolan. Alles klar. Von Karl hat ein Schwein als Köder benutzt. Ein Schwein, das mit Schierling und Nachtschatten gefüllt war. Der Greif hat's gefressen und jetzt... Was sagst du da? Wer hat dir das Bein gegönnt? Shetty. Hör mir gut zu. Du bringst das nie wieder. Nie wieder. Und du spielst doch nicht mehr mit Shetty. Die goldene Sonne weit weg aus meinem Land. Er ist mein bester Freund. Welche Geschichte soll ich zuhören? Ich glaube schon, was die Zukunft bringt. Ein Zettel. Suche Honigwarm. Gute Bezahlung. Große Mengen erwünscht. Tumera, Kräuterkundlerin. Alles klar. Ich habe immer mal wieder Honigwarm gesehen, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie zum Teufel man die erntet. Das Ausrufezeichen ist verschwunden. Ah, vielleicht war das Ausrufezeichen... Anschlagbrett hing. Warte. Oh Gott. Die Maus hier ist so schnell. Ich bin überfordert. Dings, wie wäre ich? Alles ist so neu und das anders und Hilfe und Schlange. wo war denn das Haus da? Ich geh trotzdem mal kurz. Alter. Hin, Krähenarm. Spitzwegerich hilft gegen Mückenstiche. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber egal. Hier ist auch mal eine kleine... alles klar? Läuft bei dir? Hi! Okay, was soll er? Das hier ist das Haus. Ich war so beschäftigt mit Blümchen einsammeln. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Okay. So. Ah, du bist Odolan. Hallo? Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend, schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau, direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid, aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung.
Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Du kannst um eine höhere Belohnung feilschen. Wähle dazu mit der Maus einen Betrag aus und bestätige mit linker Maustaste. Wenn du dein Gegenüber akzeptierst, ist es abgemacht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Alles klar. Also ich kann 20... 27. Gut, dann ist das geklärt. Ha! Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Was mir auch gerade aufgefallen ist, ich benutze auch gerade ein anderes Aufnahmeprogramm und jetzt sehe ich nicht, wie lange es schon läuft. Dementsprechend habe ich keine Ahnung, wie lange dieser Part jetzt schon geht. Und entweder dieser Part wird dann ein bisschen früher enden oder er wird einfach länger. Je nachdem. So, zu diesem Brunnen. Nee. Quests will ich haben. Nebenquests. Aber ich befürchte, dass es sich schon wieder um ein Dings-Gruft-Vibe handelt. Und wie es letztes Mal lief, wissen wir. Von daher, nun ja, kann es ja nur schief gehen. Gut, wir laufen natürlich nicht. Hallo, Plötze. Hallo, meine gute Stute. So, let's go. Aus dem Weg da. Plötze ist in Fahrt. Ich glaube, ich hätte bei dem Haus gar nicht richtig geklappt, jetzt hätte ich was plündern können. Naja. Aber wir kriegen ja 2 mehr Geld als ursprünglich. Der berüchtigte. Oh. Tagsausstellung. Was hat sie hier zu suchen? Seltsam. Sie greift nicht an. Habe ich jetzt Quen umsonst aktiviert? War zu dicht dran. Jetzt greift sie an. Ich kann die nicht angreifen. Yo. Sie ist geflohen. Das ist aber laut, morgen meine... kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Okay. Lies den Eintrag über Mittagserscheinungen im Bestarium. Bestarium, hier. Hier, Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Flat Raymond Bauern und ihre Bräuche. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Wunderschön. Wirksam im Kampf. Mondstaub, Geisteröl, Irden. Ja, Irden haben wir eingesetzt, wie ihr es vielleicht gesehen habt. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Plündern! Bei Plündern bin ich doch dabei. Eine Puppe war da. Ich stecke fest. Da ist doch was. Komme ich hier durch?
Geschafft. So. Hier ist noch Zeug. Eine Tabakspfeife. Eine Wasserflasche. Das war's, glaube ich. Ich habe alles geplündert. Dieses Haus hier ist immer noch markiert. Vielleicht soll ich auch gar nicht plündern. Aber sehen tue ich hier jetzt auch nichts. Ah, jetzt ist es weg. Okay. Das war's tot. Ein Hase. Entweder war hier irgendein Tier, das es getötet hat und nicht gefressen hat. Oder es ist an Altersschwäche gestorben. So, 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 so. Als nächstes du. Bärenfell, altes Schafe, Rehhaut. Sargstaub, Kohleflohren. Das war's. Ja, okay, dann im letzten Haus. Oh, hier draußen. Auch was. Das nehmen wir natürlich alles sehr gerne mit. So, dolle. Warte mal ganz kurz, wir meditieren kurz. So. Ist Birn ist noch ausgewählt, falls die plötzlich angreifen sollte. Ich weiß ja nicht, was gleich abgehen wird. Na, da hinten ist wohl... Hier ist wohl was. Aber ich plündere zuerst. Schwarzmagische Puppe, ah ja. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Vergilbtes Tagebuch. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. 27.03.1250. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Wysimar Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Militele in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns alle Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. 12.04.1250. Der erste Tag unserer Freiheit. Hütte ist kaum mehr als ein Dorf, doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben, und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Pflug und keine Hacken haben und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jenem Tag waren. 23.04.1250. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so. Ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Dieses Armband. Es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Wupp, wupp. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Oh. Folgen, Folgen, Folgen. Da ist was. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Und sie in den Brunnen geworfen. Niemand in Sicht.
Vermutlich. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Dum-di-dum-di-dum. Hallo, Brunnen. Die wurde da bestimmt reingeworfen. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Oh, das kann ich nicht untersuchen. Okay. Oh, ein Bär. Hab das hier gefunden, was den Hase getötet hat. Er hat noch viel mehr Tiere getötet. Ein Reh und noch ein Reh. So, bevor der hier mich angreift, während ich am Untersuchen bin, haben wir ihn kurz erledigt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut in der Aufnahme. So, wo waren wir stehen geblieben? Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Viel Spaß, Geralt. Breites Beck. Okay, ja. Gut. Nochmal untersuchen wir es. Die Überreste müssen ver... Ja, ja. Ist okay. Ist okay. Wir haben es verstanden. Oh. Alle ab. Hui. Schön. Wir dürfen schwimmen. Das Armband. Wir haben es gefunden. So, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Hättest du dir vielleicht vorher Gedanken machen sollen? So, die Pflanzen nehmen wir natürlich mit. Okay, nee, wir müssen schwimmen. Zum Glück geht Schwimmen nicht auf die Ausdauer und können ewig schwimmen. Verschmutzen wir nicht eigentlich gerade das Wasser? Vielleicht ist unter Wasser was? Muss das sein? Oh, falsch Knopf. Ich dachte, warum taucht der nicht? Gut, wenn man V statt C drückt, dann ist es klar. Ja, wie komme ich hier raus? Kann ich nicht einfach... Ah doch, jetzt. Okay. Hier komme ich hoch. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben.
Am besten in der Nähe des Brunnens. Arme Armbahn. Jetzt muss ich vermutlich taufen, oder? Ja, danke. Ja. Nicht ersaufen, Geralt, ich sag's dir. So. So, wir müssen weiter. Upp, zum Glück haben wir die Karten. Die Karte. Ich glaube, ich hätte mich sonst hier schon lange verschwommen, verlaufen. Da geht's raus, raus. Hier könnt ihr doch euer Wasser herholen. Ich meine, hier scheint das Wasser vom Brunnen kommen. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Okay. Und plündern. Gut. Dumm. Also, Geralt sagt, Geistertränke herstellen. Geisteröl. Stellen wir eins her. Hier. Geisteröl. 20 Ladungen. So. Haben wir getan. Also wir haben ganz viel, ne? Und einfach im Brunnen ein Feuer. Okay. Gut, dann rennen wir mal eben schnell zurück. Let it burn, 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 let it burn, burn, burn. Wo ist die Leiche? Ah, hier. Gefunden. Und das Armband. Igni. Da ist sie ja. Hallo, guten Tag. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Halt! Warum ist jetzt... Aua! Sie ist fort. Für immer. Wir haben ganz viel Zeug bekommen. Und wir sind überladen. Juhu. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und sind überladen. So, so, so. Wir machen eine Schnellreise.
Bam, bam. So, direkt hier beim Schild ist ein Händler, ein Kaufmann. Das ist gut. Hallo, guten Tag. Grüß dich. Hey. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So. Haben wir überhaupt irgendwas zum Verkaufen? Hä, warte mal. Pass auf dich auf. Ach, wir haben eine neue Trophäe. Mittagserscheinen-Trophäe. 5% Bonuserfahrung bei Humanoiden. Schneide Trophäen an deine... Okay, was bringt der Greif? 10% Chance auf Stümmeln. Okay. Gut, lassen wir erstmal die neue Trophäe dran. Haben wir überhaupt irgendwas zu verkaufen? Ich glaube ja irgendwie nicht. Wir sollten vielleicht mal Zeug herstellen und so von ganzem Zeug. Und die ganzen Sternchen hier wegmachen. Wo sind noch Sternchen? Wo? Da. Und da. Ha. Gut, Alchemie. Können wir irgendwas noch herstellen? Könnten das hier herstellen? Rapnellschaden. Ah ja. Was ist das? Gewährt Immunität gegen Gifte und neutralisiert Gifte bereits in der Blutbahn sind. Ja, im Moment noch nicht. Ganze Vitalität. Wenn Schaden erlitten wird, ist das ihre Emotion, dann wird die 2 Sekunden lang aus. Mhm. Schwarzes Blut. Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Weil so nicht eben eine eigene Vergiftung sowie die Effekte anderer Tränke verständlich auf. Okay. Gegen Bestien, gegen Humanoiden und Bestien, gegen Insektoiden. Das kann ich nicht herstellen. Wir stellen einfach mal her. Ich weiß zwar nicht, ob das was hilft. Gegen unsere Überladenheit, aber... Naja, egal. Wir haben jetzt fertig hergestellt. Sonst sind immer noch überladen. So, Inventar. Sieht ein bisschen neu. Wir rüsten einfach mal den hier aus. Falls wir dann unsere Armbrust bei irgendwann verwenden sollten. Ja. Gut. So, wir sind immer noch über. So. Wir könnten ja eigentlich mal hier aus irgendwas kaufen. Lass mich einen Blick. Ja. Und zwar könnten wir hier ein bisschen Hundeteig verkaufen. Das bringt kein Gewicht. Okay. Irgendwas, was Gewicht hat, sollten wir verkaufen. Wie sieht das denn? Die haben auch. Nichts hat Gewicht. Okay. Das hier alles hat Gewicht. Okay. Wir verkaufen hiervon einfach mal 2. So, was können wir noch verkaufen? Hier verkaufen wir einfach mal 4. Wir haben ganz viele Angeln. Davon verkaufen wir mal 8. Von den Dingern verkaufen wir mal 3. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz.
Das ist doch, was wir... Was sind die Pane jetzt haben? 30, ich glaube, das ist genau das, was wir auch aktuell haben. Bis dann. Pass auf dich auf. So. Wir könnten auch Zeug herstellen und es verkaufen. Könnten wir, tun wir aber nicht. So. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. Alles klar. Gut. Ich würde einfach mal vermuten, die halbe Stunde ist rum. Ich würde den Part dann auch jetzt beenden. Lauf aber noch kurz zu diesem Typen. So. Da ist er. Hier sind wir da. Alles erlernt. Gut. Also dann. Ich denke, die Zeit ist um. Ich beende jetzt einfach mal diesen Part. Ich denke, es ist ja jetzt erstmal eine gute Stelle zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye.